Willkommen. Die zum allerersten Vortrag, letzter Tag. Ich bin begeistert. So viele Menschen. Danke, dass ihr kommt. Die Vortragende, ich glaube, ich brauche dich nicht vorzustellen. Kazatzi, vielen Dank. Der Saal gehört dir. Ja. Also ich bin die Blockchain-Talks hält, beziehungsweise die mit solchen Talktiteln Talks angenommen bekommt. Und das schon zum zweiten Mal. Ich habe hier schon einen Vortrag davor gehalten auf der Easter Hack, der hier basiert ein bisschen was da drauf und hat aber jetzt den Fokus, let's talk about money. Eben ging das noch? So, genau, ich habe ein paar Disclaimer zu machen. Ich erzähle, ich habe in der Blockchain-Szene gearbeitet und das ist mein Hintergrund, weswegen ich mir traue, derartige Talks zu halten. Es sind persönliche Erfahrungen, auf denen ich hier erzähle. Es können irgendwelche Konzepte, die vielleicht nicht allgemein auf Gegenliebe stoßen, hier eventuell vorkommen. Und ich versuche aber möglichst neutral die Sachen darzustellen und auch eigene Meinung werde ich markieren, so nach dem Motto. Aber ich versuche halt respektvoll mit allen diesen Sachen umzugehen, aber auch meine Kritik an bestimmten Punkten vorzutragen. Genau, ich bin Eva Stöwe, habe ein bisschen was Jura studiert und dann nachher zur Informatik gewechselt, weil mir Jura zwar interessant gewesen ist, aber das, wie das gemacht worden ist, mir nicht so gelegen hat. Genau, ich arbeite als Senior Consultant in einem Thema, das jetzt nicht wirklich relevant ist, aber halt als Developer und ich habe zwischendurch, wie gesagt, etwas in der Blockchain-Szene gemacht. Noch ein Disclaimer, es geht in diesem Talk, wie schon gesagt, so ein bisschen was um Geld und Währung und sowas in der Art. Ich werde hier in dem Talk tendenziell aufs Gendern verzichten, weil mit so dermaßen überwiegender Mehrheit die entsprechenden Akteure, sowohl in dem, was ich recherchiert habe, als auch mit denen ich in Kontakt gekommen bin, männlich gewesen sind und sehr männlich gewesen sind von ihrem Auftreten her, also auch von ihrer Überzeugung, wie sie es gewesen sind, dass es sich nicht lohnt, da zu gendern. Es gibt eine Ausnahme, ich hoffe, zu der komme ich am Ende noch. Und dort sind die Akteure so dermaßen überwiegend weiblich gewesen, dass es sich auch da nicht lohnt, zu gendern. Beziehungsweise ich möchte dann gerade mit den Nicht-Gendern darauf hinweisen, wie das halt ist. Und ich denke, ansonsten würde man einen Eindruck erwecken, der nicht wirklich der Realität entspricht und wo ich auch eigentlich einen Schmerzpunkt sehe, dass das so uneinheitlich verteilt ist. So, das sollte uns vielleicht ein bisschen was zu denken geben. Aber das ist bewusst nicht gegendert. So, ja, vielleicht noch ein zweiter Disclaimer. Ich habe nicht BWL, VWL, Philosophie oder ähnliches studiert. Ich bin im Prinzip auch nur so ein bisschen was Learning by Doing mit Sachen in Kontakt bekommen. Ich hoffe, ich bin eine Einäugige unter Blinden. Wenn hier jemand BWLer oder ähnliches ist, verzeiht mir bitte den Kram, den ich irgendwie so sehr lasch und überflüssig mache, so keine Ahnung. Es richtet sich nicht an BWLer oder ähnliches mit entsprechendem Hintergrund. Es richtet sich an Leute, die tendenziell mit derartigen Themen nicht ganz so viel zusammen in Kontakt gekommen sind bisher im Leben. Genau, ich bin außerdem Kazatzi. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, ich habe Projekte hier in der Community, ich bin bei der Freien Software-Freundin, ich bin bei CSERT oder ähnlichen Projekten und ich bin hier in der CCC-Bubble auch mit allen möglichen Funktionen bei den Events immer wieder aktiv und helfe und mache, organisiere Herolde, Stage Manager, nicht hier, aber an anderen Events oder CSV News Show und. Ich bin eine von euch und ich fühle mich hier wohl nicht in der Blockchain-Szene und ich bin eine von euch, also so sehe ich mich zumindest. Genau, bitte geht entsprechend nett mit mir um. Ja, wie wahrscheinlich viele hier hatte ich Phasen in meinem Leben, wo ich ein bisschen was mehr Geld hatte und insbesondere auch Phasen, wo ich ein bisschen was weniger Geld zur Verfügung hatte, aber ich habe damit auch immer noch irgendwie ganz gut leben können. Ich hatte irgendwelche Leute, die mir geholfen haben oder eventuell irgendwelche staatlichen Sachen, wo ich halt drauf beruhen konnte, sodass ich Sachen billiger bekommen habe oder Geld bekommen habe. Und mittlerweile habe ich Phasen mit gutem festem Gehalt und ähnlichem gehabt oder habe sie auch gerade genug Geld, um für mich halt im Prinzip auf dem Punkt zu sein, wo Geld für mich in Anführungsstrichen nicht mehr wichtig ist.
Ich gehe davon aus, sehr viele von euch haben ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennen Menschen mit sehr vielen ähnlichen Erfahrungen, und das dürfte die Mehrheit dessen sein, was ihr so kennt. Also für mich ist Geld so eigentlich immer so gewesen, ja, es ist halt nur dann wichtig, wenn es nicht da ist, und dann muss ich mir darum agieren, dass ich halt irgendwie damit klarkomme, dass ich gerade mal nicht so viel habe, aber das geht schon irgendwie, und man redet halt nicht wirklich darüber, und es macht auch nicht wirklich glücklich, ganz viel Geld zu haben, und ja, irgendwie so kapitalistisch ist irgendwie auch alles so ein bisschen blöd und keine Ahnung was. Ja, und es geht auch vielleicht irgendwie so ein bisschen was ohne oder so, ja, irgendwie so, das war so ein Thema, das man vielleicht so mal nicht so spannend findet. Also man versucht es zu vermeiden. 2017 hat mich dann Ian Grigg, der im Projekt CSIRT Auditor gewesen ist, angesprochen gehabt. Er ist selbst Financial Cryptographer oder bezeichnet sich so, hat in der Szene auch einiges gemacht, auch schon bevor Bitcoin da gewesen ist, also bevor Blockchain gewesen ist. Also ein paar Vorstufen dazu, und ja, hat auch ein paar interessante Sachen in dem Bereich gemacht. Er hat mich angesprochen, ob ich Lust hätte, bei einem Projekt mitzuarbeiten. Dieses Projekt war Charma Pesa. Es war ein Start-up-Projekt, was sich mit Table Banking, komme ich hoffentlich nachher noch zu, in Afrika beschäftigt hat. Und das Ganze hatte er vorgehabt, mit Blockchain-Technologien zu machen. Also jetzt nicht wirklich der klassischen Blockchain, aber mit Blockchain-artigen Technologien. Ein sehr spannendes Projekt, wie das gewesen ist. Das hat mich dann auch dazu gebracht, meinen Job zu kündigen und nach Malta, wo er damals basiert gewesen ist, zu gehen, um halt da zu arbeiten in diesem Projekt. Genau. Das Projekt selbst ist dann irgendwann gescheitert. Wird jetzt nicht Fokus dieses Talks sein. Ich stelle hier keine konkreten Projekte vor. Aber so bin ich dazu gekommen, weil es einfach ein sehr spannendes Projekt mit Kenia und Ähnlichem gewesen ist und auch technisch sehr spannend gewesen wäre. Genau, Kenia und Afrika ist hier schon mal gefallen. Ich war dann auch, wie gesagt, das bezog sich auf etwas, was dort in Kenia, also mit Kenianern in Kenia gewesen ist. Und ich war auch in Kenia zwischendurch mal. Ich würde mich jetzt nicht als Expertin bezeichnen oder ähnliches, aber was ich dort halt gesehen habe, weicht sehr stark von meinen Erfahrungen halt hier ab, weil es gibt dort halt keine Grundsicherung, es gibt keine Krankenversicherung oder sonst irgendetwas oder kaum, also es gibt sicherlich private, aber halt für die normalen Menschen haben halt keine. Es gibt keine Altersvorsorge oder sowas in einer Art, Kündigungsschutz und ähnliches, Urlaubstage, sowas ist halt alles im Prinzip nicht da und ist auch nicht präsent irgendwie im Köpfen der Menschen dort. Sind sehr, sehr fleißige, sehr aktive Menschen, die halt versuchen irgendwie zu krapsen und irgendwie hochzukommen. Und für sie haben die halt sehr signifikante Kosten für Bildung, auch wenn offiziell dort die Schule kostenlos ist, aber das ist nicht die Schule, zu der man gehen möchte. Oder wenn man halt kein Geld mitbringt, wo das halt wirklich viel bringt. Gesundheit ist halt auch irgendwie im Zweifel ein Risikofaktor finanziell, und ja, Wasser und Nahrung allein da schon muss man sich halt schon drum kümmern, dass man, also ist für viele definitiv noch ein Thema, das zu haben. Definitiv nicht mit allen, mit denen ich da in Kontakt gewesen bin, aber ich bin auch mit Menschen in Kontakt gewesen, wo das definitiv sicherlich ein Thema gewesen ist. Was auch sehr signifikant ist, dass es halt einen sehr korrupten Zugang nur zu Banken, Verwaltung, Polizei und Gerichten und ähnliches gibt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es da keine Verbesserungsaktivitäten gibt. Ich weiß Menschen, die da halt auch dran arbeiten, da einiges dran zu tun, auch dort vor Ort. Aber Korruption spielt dort eine große Rolle. Und Geld ist dort überlebenswichtig, und um an alle möglichen Dinge heranzukommen, die halt wirklich relevant sind. Und Kenia ist ein Land in Afrika. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass bloß ja, dass Afrika nicht ein Land ist. Afrika ist sehr divers, besteht aus verschiedenen Dingen, aber viele Probleme oder Themen sind halt in verschiedenen Ländern von Afrika präsent. Aber dieses Thema ist auch nicht nur in Afrika so. Man kann auch in die Karibik, man kann nach Südamerika, man kann in viele Gegenden von Asien gehen, man kann aber auch in die USA gehen. Viele dieser Punkte, nicht alle, aber viele dieser Punkte gelten dort auch und teilweise auch in Osteuropa, Russland, was auch immer, in sehr vielen Gegenden der Welt für einen Großteil der Menschen, ich würde vermuten für die Mehrheit der Menschen, ist das da die Realität und nicht das, was wir erleben. Ja, man könnte jetzt schöne Kapitalismuskritik bringen, sage ich, ja schön, ja aber. Das wären dann halt sehr schöne theoretische Lösungen, aber wie schon gesagt, das da eben, das ist die Realität der Menschen. Und die ist geprägt durch Kriege, Bürgerkriege, Korruption, Klimakrise, Umweltkatastrophen, werden das nicht besser machen.
man kann schön theoretische Gefilde machen, wir haben aber die Realität, dass in sehr vielen Stellen wirklich Macht des Reicheren, des Mächtigeren und sonst irgendwas die Realität ist, mit dem müssen wir umgehen. Und deswegen macht es auch Sinn, sich halt damit zu beschäftigen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Genau, ich bin dann auch neben dem Consulting für dieses Shamapesa-Projekt, haben wir dann halt auch noch für EOS consultet. Das ist eine Governed Blockchain gewesen. Was das genau ist, spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass es eine Blockchain gewesen ist. Wir so ein bisschen was versucht haben, das ein bisschen besser und schöner zu machen. Im Detail ist das keine Rolle. Das ist nur das, wie ich jetzt mit diesen Themen in Kontakt gekommen bin. Genau, die Blockchain-Szene, was ist das so grob? Geht halt so ein paar Kryptotechniken, die verwendet werden, um ein paar Probleme zu lösen. Wer ist da aktiv? Die Blockchain-Szene baut auf Techniken von vorher auf und auch von Gedanken, die vorher gewesen sind, die hier reinspielen. Und Bitcoin hat halt versucht, die Sachen zusammenzuziehen und eine neue Technologie entwickelt, die dann sich weit verbreitet hat. Es ist wichtig auch zu sagen, Bitcoin ist nicht Blockchain. Aber Bitcoin ist das, was wir als Blockchain im Großen und Ganzen wahrnehmen. Es gibt da einige Entwicklungen, die einiges verbessern, auf verschiedenen Ebenen machen. Es gibt da sehr, sehr viele kreative Ideen und auch es ist eine sehr spannende Szene. Aber wahrgenommen und absolut prägend und auch vom finanziellen Wert her ist immer noch Bitcoin und ich glaube auch nicht, dass sich das groß verändern wird. Deswegen fokussiere ich mich jetzt hier, differenziere ich in diesem Talk nicht großartig dazwischen. In meinem anderen Talk habe ich ein bisschen was dazwischen differenziert und ich würde auch gerne noch Talks halten, wenn mich irgendjemand mitnimmt, solche Sachen halt vielleicht noch ein bisschen was auszuarbeiten. Wir gehen jetzt mal von Bitcoin so ein bisschen was aus. Die Idee von Bitcoin ist, dass man nicht so wirklich in staatliche Integrität vertrauen kann und dass man den Schutz für das Individuum geben möchte durch Dezentralisierung, Kryptographie und Transparenz. Und zwar bei dem Thema Geld. Wir machen das Gleiche mit dem Thema Kommunikation schon sehr. Es ist nah an dem, was wir machen, aber halt mit diesem komischen Ding Geld. Also sollten wir uns mal mit dem Thema Geld beschäftigen, weil das ist das, was wir nicht machen im Prinzip, im Großen und Ganzen. Genau, ich habe mal bei Wikipedia geschaut, da, wenn man nach Geld schaut, bekommt man als, zumindest im deutschsprachigen Bereich, Karl Marx, das Kapital, also ist nicht wirklich so was weit Rechtes, so die Basis für die Theorien, aber das ist so ein bisschen was, wo man drauf basieren kann. Geld ist ein Zahlungsmittel im praktischen Gebrauch tatsächlich. Das ist auch wichtig und es ist ein Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab. Wir schauen uns das gleich ein bisschen was noch an. Wir haben hier beispielsweise mal eine Anna, die hat eine Apfelplantage, aber braucht Bier für eine Party oder für Veranstaltungen, die sie halt machen möchte. Dann haben wir Bernd, ist zwar gut im Bier brauen, wird sich aber da gern ein bisschen was verbessern, indem er ein bisschen was mehr Chemiewissen haben möchte. Dann gibt es noch Klaus, der unterrichtet Chemie, aber kann nicht besonders gut kochen und hat deswegen Hunger. Und dann gibt es Doris und erst dadurch schließt sich der Kreis, weil Doris macht tollen Döppekuchen. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist eine rheinische Spezialität aus Kartoffeln primär, die mit Apfelmus gegessen wird. Und braucht halt Apfelmus und deswegen braucht halt vielleicht Doris etwas von Anna. Diese vier Menschen werden wahrscheinlich relativ schwierig irgendwie zusammenkommen und feststellen, dass sie irgendwas hin und her, also einfach so tauschen ist halt so ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt Anna etwas Geld gebe, 10 Euro gebe und sich dann Anna für 10 Euro von Bernd was kauft und dann Bernd mit 10 Euro zu Claudi geht und dann Claudi mit 10 Euro zu Doris geht und Doris mit 10 Euro zu Anna geht und jeder für 10 Euro was weitergeht, ist da plötzlich was möglich und sie müssen sich nicht alle kennen und sie müssen auch gar nicht wissen, dass da was ist, aber Bernd bekommt von Anna Geld und weiß, damit kann ich mir halt, ich kann zwar jetzt irgendwie von ihr kein Chemiewissen bekommen, weil die kann halt Apfel bauen und nicht Chemie, aber ich werde schon für die 10 Euro von wem anders mein Chemiewissen eventuell einkaufen können und darum kann ich Anna mein Bier geben, die Zeit daran investieren, ihr Bier zu geben, ohne jetzt selbst direkt halt eine Gegenleistung von ihr zu nehmen. Ich muss die Äpfel nicht dafür annehmen und dann schauen, dass ich die Äpfel irgendwie losbekomme, weil ansonsten hat er ein paar Äpfel und die werden vielleicht dann auf Dauer schlecht und ähnliches und dafür kriegt er halt im Zweifel kein Chemiewissen. Okay, er könnte jetzt auch versuchen, Claudi dazu zu bringen, die Äpfel zu essen statt Döppelkuchen, aber genau, also insofern, es hat tatsächlich einen praktischen Nutzen für diese vier Beteiligten, wenn ich dieses Geld reinnehme, also da reingebe in das System und vielleicht sogar am Ende wieder abschöpfe, die 10 Euro dann nachher sage, hey, danke. Aber trotzdem ist da halt dann ein Kreislauf passiert, ein Handel passiert, der sonst nicht passiert wäre.
ja, er hätte auch sonst passieren können, aber es wäre deutlich aufwendiger gewesen. Genau, das ist hier mit diesem Zahlungsmittel im Prinzip ein bisschen was gemeint. Und der Unterschied tatsächlich, der halt kommt zu einem normalen, einfachen Tauschmittel, ist halt, dass es nicht den direkten Bedarf des Tauschpartners halt befriedigt, aber er sich im Prinzip darauf verlassen kann, dass das Geld, was er bekommen hat, in einem weiteren Tausch verwendet werden kann und in der Zwischenzeit sozusagen dieser Wert gespeichert werden kann. Und das funktioniert darauf, weil dieses Tauschmittel, was dann verwendet wird, eine allgemeine Akzeptanz hat und auch nur begrenzt im Wert verfällt oder ähnliches, also eine gute Haltbarkeit hat des Wertes und von allen akzeptiert wird. Das ist das Entscheidende, das sind die entscheidenden Kriterien im Verhältnis zu reinen Tauschmitteln, die man sich ja auch überlegen kann, dass jetzt alle jetzt in Äpfeln handeln oder sowas in der Art oder Kartoffeln. Genau, die soziale Funktion ist halt, dass es hilft, eine Arbeitsteilung zu ermöglichen, weil ansonsten müsste jetzt halt Bernd sich halt die Sachen alle selbst anlesen und Anna müsste jetzt halt irgendwie anfangen, Bier zu brauen und sich Sachen dafür anzuschaffen und ähnliches. So hilft es halt, jeder kann sich auf das fokussieren, was er oder sie gut kann oder es. Und bringt halt Tauschpartner zusammen, die ansonsten nicht zusammenkommen würden, auch über Distanzen hinweg und auch mit Sachen, die sie halt direkt nicht brauchen, aber so, dass sie halt ihre Sachen optimieren können, ihre eigenen Bedarfe halt optimieren können und nicht jeder alles können muss. Gerade wir in der IT würden, glaube ich, größtenteils verhungern, wenn es das nicht gäbe, wenn wir mal ehrlich sind. Genau, es bringt halt die Tauschpartner über Raum und aber auch über Zeit hinweg, weil man kann ja auch sagen, okay, wir haben überbrücken damit halt Zeit, einen ersten Monat später bekommst du halt deinen Gegenwert, aber man kann halt schon mal mit dem Geld halt damit halt was überbrücken. Man braucht weniger individuelles Vertrauen oder Kennen halt, dass man alle halt abdecken kann, sondern man kann einfach sagen, okay, ich bekomme diesen Gegenwert und ich weiß schon, jemand anders wird mir halt dafür was geben und ich muss halt nicht wirklich demjenigen, dem man das Geld gibt, halt vertrauen, dass er mir dann später dann irgendwas anderes halt dafür gibt oder sonst irgendwas in der Art. Und es erlaubt halt wirklich halt auf die Stärken zu fokussieren, hatten wir schon, es erzeugt damit einen Mehrwert. Deswegen nennen wir das Zeugs auch Mehrwertsteuer, was da drauf kommt, weil es tatsächlich dazu bringt, dass mehr und mehr gemacht wird. Ja, man kann natürlich sagen, mehr und mehr schaffen ist irgendwie ein bisschen blöd, aber andererseits ist es das, was wir zum Leben brauchen, weil wir die ganze Zeit auch immer wieder Ressourcen halt verbrauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich wollen wir irgendwie in den Kreislauf kommen, aber halt auch, wir schaffen auch Wissen, wir schaffen auch Können, deswegen hatte ich auch den Chemielehrer da drin in dem Beispiel, auch das ist Mehrwert, wenn jemand halt was lernt und ähnliches. Und es ist einfach Mehrwert, weil halt Leute einfach angeregt werden, etwas zu tun, was sie ansonsten nicht getan hätten, zusätzlich etwas zu produzieren, und zwar von dem, was sie besonders gut können. Und dadurch, dass alle das machen, was sie besonders gut können, können sie natürlich in der gleichen Zeit mit gleichen Aufwand mehr schaffen, als wenn sie nur Dinge machen, die sie mittelmäßig oder nur begrenzt gut halt können. Also individuell hilft es einem halt, sich auf, ja nicht halt irgendwie sich sein Messer selbst schneiden zu müssen oder ähnliches, und auch gesellschaftlich hilft es eben auch der Gesellschaft, arbeitsteilig eine bessere Organisation halt hinzubekommen und Dinge zu machen, für die man sonst vielleicht keine Zeit und keine Energie hätte. Man kann sich auch schöne Utopien anschauen, aber selbst wenn man da halt sagt, jeder hat Recht auf alles, bekommt alles und sonst irgendwas, ist trotzdem die Ressourcen immer noch begrenzt und ab einem gewissen Punkt ist die Frage, wer bekommt denn genau was und wer bekommt genau wo, wie viel und wann hat jemand anderes mal die Chance zu Zuge zu kommen oder ähnliches in der Art. Und auch da lohnt es sich halt im Zweifel dann irgendwie zu einem Geldsystem oder sowas zu kommen. Und übrigens auch in Star Trek gibt es Credits, auch wenn die im Großen und Ganzen nicht damit halt agieren. Und ein anderer Punkt wäre halt Handel zwischen größeren Gruppen oder Staaten, den man sonst kaum organisiert bekommt, selbst wenn man halt in Utopien geht. So, das ist jetzt erstmal meine persönliche Meinung. Ich habe nicht wirklich extrem viel darüber jetzt gelesen. Ich weiß aber, dass es in sehr vielen Strukturen, die halt alternativ versuchen auch zu agieren, auch dann immer irgendetwas Geldartiges sich dann doch irgendwie herauskristallisiert und sonst irgendwas. Und sei es halt nur irgendwelche Trollstunden oder keine Ahnung was, mit denen man dann vielleicht wieder irgendwas bekommt. Es ist etwas Geldartiges, was irgendwie dann auch Tausch und sonst irgendwas war, kristallisiert sich typischerweise auch in Utopien mehr heraus. Und nochmal die Realität, ich möchte an die Realität von vielen Menschen auf dieser Welt halt erinnern. Wir haben diese Utopien nicht, das heißt, es ist halt relevant.
So, wie verwenden wir Geld? Wäre ich gerne sehr viel mehr drauf eingegangen, aber ich werde dazu keine Zeit haben. Wir verwenden es zum Bezahlen. Wir verwenden es sehr insbesondere auch zum Ansparen oder Sparen. Ein bisschen zwiespältig tatsächlich das Sparen, weil wenn jemand die ganze Zeit nur auf seinem Geld rumsitzt, unterbricht er diesen Kreislauf. Das ist nur so begrenzt gut, aber im Kleinen ist es schon wichtig, dass man auch anspart. Und im Zweifel beispielsweise fürs Alter vorsorgt oder für eine größere Sache, die man später halt kaufen möchte, macht. Und dann möchte man vielleicht in etwas hinein investieren. Und investieren ist halt nicht, ich spekuliere, sondern spekulieren ist etwas anderes als investieren. Investieren ist halt wirklich, dass man konkret versucht, etwas in was reinzugehen, also jemandem wirklich was ermöglicht, konkret zu machen. Oder dass man sagt, ich ermögliche mir halt etwas. Ich lege Geld rein und gehe halt irgendwo hin und kaufe jetzt diesen Laden oder sowas in der Art, um daraus danach ein Geschäft zu entwickeln und Dinge verkaufen zu können oder sowas in der Art oder in ein Produktionsmittel oder sonst irgendwas. Das ist dann halt eher investieren. Spekulieren ist halt im Prinzip Roulette spielen. Wir nehmen das Ganze mit fancy Namen und machen da Finanzdinger und sonst irgendwas drumherum und hoffen danach tausendmal mehr Geld zu haben als vorher. Mit einem Risiko von, ja, dass das schief geht. Und das andere Wichtige, was auch ganz, ganz wichtig ist, sind Kredite. Dass man eben nicht immer nur alles ansparen muss, bis man was machen kann, sondern dass man, bevor man alles zusammen hat, schon mal sagen kann, okay, ich habe noch nicht mein ganzes Geld zusammen, aber ich möchte dieses Ladengeschäft machen und das wird verdammt geil sein und das wird funktionieren. Kann mir mal bitte vor jemandem ein bisschen was Geld geben, ihr kriegt das dann auch zurück und ihr kriegt noch ein bisschen was dazu, weil ihr so nett gewesen seid, mir das zu geben. Ihr kriegt dann noch mal mein T-Shirt, was ich produziere, mit drauf oder was auch immer. Und das ist super wichtig, um Leuten früher Dinge zu ermöglichen, die definitiv einen Mehrwert dann halt schaffen werden. Und das ist halt dieses Investieren in andere sozusagen. Das geht Hand in Hand und das brauchen wir auch. Das ist nicht schlecht. Das ist etwas, was inhärent notwendig ist, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Wenn wir nur halt auf Ansparen gehen, kommen wir auch weit, aber das hilft uns halt auch ein bisschen was schneller, Dinge machen zu können. Und es ist nichts Schlechtes an sich, erstmal Kredite aufzunehmen, solange man sie bedienen kann. Und man kann sicherlich über die Zinsen diskutieren, aber Kredite an sich ist nicht unbedingt etwas, was verwerflich wäre. Meine Meinung. Wie funktioniert Geld? Also ganz grob, das Wichtige daran ist, es wird erschaffen in irgendeiner Form. Eine Währung, sage ich jetzt mal konkreter. Unterschiede spielen jetzt hier keine Rolle. Es ist typischerweise nicht natürlich, wie früher Gold natürlich gewesen ist, sondern es wird geprägt oder gedruckt oder ähnliches. Es wird emittiert von einer emittierenden Stelle und es wird auch kontrolliert, was wie und wie viel halt ausgegeben wird. Mittlerweile größtenteils digital, aber historisch halt geprägt und gedruckt. Und es kann auch wieder eingesammelt werden. Das passiert auch regelmäßig, dass alte Sachen, Münzen und Scheine und sowas rausgenommen werden oder dass halt auch wieder bei der was eingesammelt wird. Und damit ist halt ein Wertversprechen halt verbunden. Früher war es gedeckt durch den Materialwert der Münze an sich. Später hat man dann gesagt, okay, im gleichen Wert halt lagern wir halt Geld ein, beziehungsweise Gold ein oder ähnliches. Gibt es immer noch, aber wir haben längst keine Deckung mehr. Wer ein bisschen was in die Richtung halt lesen will, dieses Buch, Terry Pratchett, Making Money, meins ist schon sehr, sehr zerfleddert. Geniales, geiles Buch. Da kann man ein bisschen was sehen, wie das, was irgendwie was da passiert und wie das Ganze auch so funktioniert und warum es trotzdem eventuell passieren könnte. Kann man jetzt ganz viel theoretisch erzählen, aber lest mal das Buch. Ja, es ist ein Fantasy-Buch und alles Mögliche, aber die Prinzipien, die dahinter stecken, werden da ganz gut dargestellt. Und es gibt auch Napoleon-Referenzen. Macht Spaß. Wer emittiert das Ganze? Das ist die Zentralbank. Die kontrolliert halt die Geldmenge, indem sie Geld ausgibt und altes Geld wieder einsammelt, wie schon gesagt, und als Bank der Banken agiert, als Zwischenstufe. Sie verleiht Geld an die Banken, sie gibt denen sozusagen halt Kredite, lagert aber auch für die Geld ein. Da gab es jetzt zuletzt halt ganz viele Negativzinsen, die dann halt weitergegeben wurden oder auch nicht. Und sie macht eben diese Leitzinsen. Das sind die Zinsen, mit denen halt im Prinzip an die Banken halt gegangen wird und die geben das dann tendenziell halt irgendwie weiter. So ganz grob gesprochen, wie gesagt, ich vereinfache hier sehr viel, aber es ist immer relativ wichtig, das im Kopf zu halten. Diese Zentralbanken sind die, die das halt bei uns emittieren.
sind aber ansonsten keine typischen Wirtschaftsteilnehmer, zumindest der reinen Lehre nach, weswegen es so eine große Kritik gegeben hat, als sie dann angefangen haben, Dinge aufzukaufen, die Europäische Zentralbank insbesondere. Das ist die Kritik, die dahinter steht, so von wegen, hey, ihr verschiebt ja was, weil ihr jetzt ja doch irgendwie da in die Wirtschaft und sowas eingreift, anders als ihr es rein sollt. Es gibt ganz viele Theorien und Diskussionen, wie eine Zentralbank genau funktionieren soll, was deren Prioritäten sein sollen und ähnliches und was sie tun soll und nicht. Das spielt hier keine Rolle, kann man sich mit beschäftigen, aber ich glaube, das geht für uns zu weit. Wichtig ist, dass sie halt Notenprivileg haben, beziehungsweise halt Geldprivileg haben, Währungsprivileg, habt da verschiedene Begriffe dazu gesehen, dass nur sie halt dieses Geld ausgeben dürfen und alle anderen, die das machen, das sind halt Fälscher. Es darf nur von dort ausgehen, historisch gesehen, wurde das halt meistens von irgendwelchen Herrschern delegiert, was jetzt ein bisschen schwierig zu sagen ist, weil im Römischen Reich gab es jetzt nicht unbedingt immer den dedizierten Herrscher, der das ausgegeben hat, da war es dann teilweise auch, glaube ich, der Senat oder sonst irgendwas, keine Ahnung, ich will da nicht ins Detail reingehen, aber prinzipiell halt ja. Und es ist eine sehr lange teilweise auch mit Privatbanken gewesen, also gerade im Mittelalter waren das hauptsächlich Privatbanken mit sogenannten Zettelbanken oder Girobanken, genau das war so eine der ersten, Giro irgendwas in Genua, wurde dann von den Österreichern kaputt gemacht, weil sie das ganze Geld geschaut haben, habe ich gerade noch gelesen, genau. Das Ganze war dafür da, Langstreckengeschäfte halt zu ermöglichen, weil die Sachen halt aufgeschrieben haben, das Geld verwaltet haben und geliehen haben und ähnliches und irgendwie wurden die dann tendenziell zu entsprechenden Ausgabestellen für Geldscheine sozusagen. Dann gab es auch noch staatliche Münzen und ähnliches. In der Neuzeit, so ein bisschen was insbesondere auch nochmal gepusht durch den Ersten Weltkrieg nachher, gingen diese nochmal Zentralbanken dann eher in die öffentliche Hand und es ging dann halt auch die Goldreserve und sowas dann halt weg und diese Bindung und sowas und deren Hauptaufgabe heutzutage ist im Großen und Ganzen häufig Preisstabilität. In Deutschland und in den USA irgendwo schon, in Deutschland, Europa und ähnliches schon, in den USA nicht. Die haben noch ein paar mehr Kriterien, sowas auch wie Arbeitsplätze, dass die halt abgedeckt sind und sonst irgendwas in der Art. Kann man alles ein bisschen was so und so sehen. Es ist also nicht immer die Aufgaben gleich, die Funktionen nicht immer gleich. Es ist international ein bisschen unterschiedlich, deswegen sage ich halt, es ist nur so grob das. Aber die Zentralbank ist auf jeden Fall die, die das Geld, die Geldmenge kontrolliert und damit auch beauftragt ist, irgendwelche Sachen zu kontrollieren. Sie macht das also nicht beliebig, sondern sie hat ein Ziel, was sie versucht zu erreichen. Und bei uns ist das die Preisstabilität. Und die Preisstabilität, ich dachte, da hätte ich noch eine Folie zu gehabt. Habe ich jetzt gerade nicht. Preisstabilität ist im Prinzip, gibt da zwei Sichtweisen drauf. Zum einen halt, dass es innerhalb des Staates, oder dass wir halt unsere Güter halt tendenziell zu ähnlichen Preisen halt kaufen können, aber auch die Währungsstabilität, der Umwechselkurs zu anderen Währungen, dass der halt auch halbwegs stabil bleibt. Und das ist halt auch die Frage, nicht immer das Gleiche. Manchmal verschiebt sich das ein bisschen, wie das ineinander ist. Manchmal funktioniert das eine und das andere nicht oder auch nicht. Aber hängt auch häufig zusammen. Also die Fokus sind ein bisschen unterschiedlich, aber es ist dann die Frage, wann greift welche Zentralbank ein, um was zu tun, ist halt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber sie machen das halt nicht willkürlich im Großen und Ganzen, sondern sie machen das halt schon ein bisschen was. Ich habe noch die Folie zur Preisstabilität. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Sie machen das halt schon irgendwie mit einem bestimmten Ziel. Und dann ist noch wichtig zu sagen, nicht jeder Staat hat eine eigene Währung. Wir haben auch keine eigene Währung mehr in Deutschland. Wir haben die Europäische Zentralbank, die im Endeffekt nachher die relevante Zentralbank dafür und die Währung ist, die wir halt tatsächlich nachher haben. Ja, wir haben auch noch nationale Zentralbanken, aber die spielen jetzt für unsere Währung nur eine nachrangige Ordnung. Und es gibt auch andere Länder, die einfach eine Währung von anderen Staaten halt verwenden. Das habe ich jetzt hier in den anderen Folien so ein bisschen was auch noch mit drin. Bin da gerade ein bisschen durcheinander gekommen, aber ihr werdet damit schon klarkommen. Wie machen die Zentralbanken das, dass sie halt mit der Währung halt klarkommen, dass wir diese Währung verwenden, als wir beispielsweise in Deutschland von der D-Mark auf den Euro umgestiegen sind, ein paar können sich vielleicht noch daran erinnern, haben wir das einfach mitgemacht irgendwie. Es gab zwar Murren, aber man hat das gemacht und man hat dann halt irgendwann eine Zeit lang noch die D-Mark noch irgendwie verwenden können, aber das hat dann aufgehört und nach irgendwann hat man halt nur noch den Euro verwendet. Punkt.
Tatsächlich funktioniert das durch einen gewissen Annahmezwang. Also es ist tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel, das muss angenommen werden, wenn nichts anderes vereinbart ist. Und das ist halt das, worauf es halt basiert und funktioniert. Und es funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Durch eine riesengroße Katastrophe oder ähnliches, wie beispielsweise so ein Ende vom Zweiten Weltkrieg oder so ein Kram. Da gab es dann hier auch ganz viele Schattenwährungen und zum Beispiel Zigaretten, und in anderen Ländern ist es teilweise Schattenwährungen, indem man andere Währungen nimmt oder ähnliches. Also irgendwann, wenn Staaten halt irgendwie nicht mehr wirklich funktionieren, dann funktioniert im Zweifel die Währung auch nicht mehr und dann geht man vielleicht auf andere. Also auch wenn die Zentralbanken dann eben auch missbraucht werden, dann wird im Zweifel auch eine Alternative genommen. Also wenn das eigene Geld nicht, das offizielle Geld nicht funktioniert, irgendwann nimmt die Bevölkerung auch was anderes. Aber solange es funktioniert, passiert tatsächlich etwas. Es ist ein Vertrauen da, dass es funktionieren wird, dass jemand mir das Geld halt auch dafür wieder etwas geben wird, dass wenn ich das Geld gebe, ich dafür was bekommen werde. Dem vertrauen wir alle und das ist die Basis von Geld im Prinzip, dieses Vertrauen, was da drin ist. Und dass wir halt auch einen gewissen, zumindest halbwegs Werterhalt haben. Ja, es gibt Inflation. Ich hätte super gerne auch noch was für Inflation erzählt, aber das habe ich jetzt aus den Folien halt rausgestrichen, weil das wahrscheinlich dann zu knapp werden wird. Genau, die Grundbasis ist, dass eine Währung funktioniert, ist, dass sie akzeptiert ist von der Breite und dass man daran vertraut, auch in Zukunft davon noch etwas zu haben. Weil von einem Apfel habe ich halt eventuell in Zukunft was und sei es halt nur die Kerne, die ich anpflanzen kann. Von irgendeinem komischen Papierding da hoffe ich halt doch, dass es auch ist. Oder irgendwelchen digitalen Zahlen irgendwo halt. Das ist ja tatsächlich das, was wir jetzt als Währung haben. Genau, die Preisstabilität habe ich eben schon mal angesprochen, können wir jetzt im Prinzip ein bisschen was überspringen. Nächster wichtiger Akteur, den wir nochmal ganz grob anschauen wollen, sind Banken. Darunter subsumiere ich jetzt ein bisschen mehr als wirklich nur Banken, weil ich es gerade ein bisschen einfach haben möchte. Aber im Großen und Ganzen ist eine wichtige Funktion von Banken, dass sie Geld einlagern und auslagern, nämlich dieses Sparen ermöglichen, was wir halt gesagt haben. Das ist ursächlich wichtig für die Bevölkerung, dass man nämlich nicht das ganze Geld halt unter dem Kopfkissen halt lagern muss, sondern dass man es irgendwo hingeben kann und sich darauf verlassen kann, dass es da auch nach einer Weile halt sein wird und dass man es dann wiederbekommt. Da muss man sich allerdings darauf verlassen können. Das ist natürlich wichtig. Aber das ist halt eine der Hauptfunktionen, weswegen halt man es halt wichtig ist, dass die Banken halt vertrauenswürdig halt bleiben und die auch ganz viel versuchen dahin zu tun, dass sie doch öffentlich vertrauenswürdig sind, was man jetzt bei irgendeiner großen deutschen Bank nur sich selbst ein bisschen wundern kann, inwieweit die jetzt vertrauensschaffend sind mit ihren Aktionen, aber das sei mal dahingestellt. Eine weitere wichtige Funktion von Banken ist, dass sie Kredite geben. Weil auch das ist halt wichtig, dass wir halt, wie gesagt, ein bisschen was früher schon Dinge tun können, bevor wir das Geld haben, weil vielleicht brauchen wir diese Dinge, um erstmal das Geld erwirtschaften zu können, um nachher die Investition bezahlen zu können. Sonst würden wir vielleicht nie das Geld bekommen, um diese Sache machen zu können. Also Kredite, wie gesagt, sind schon super wichtig und die brauchen wir auch als Bevölkerung. Das sind so die Hauptfunktionen, die wir als Menschen von Banken halt haben wollen. Und wir haben da beispielsweise auch die Sparkassen, die genau halt diesen Fokus halt haben. Das sind unsere staatlichen Banken. Wir haben drei verschiedene Banken. Wir haben die staatlichen Banken, wir haben genossenschaftliche Banken, die ihren Kunden gehören. Das sind halt die Raiffeisenbanken und die Volks- und Raiffeisenbanken sind das halt. Die sind genossenschaftlich organisiert und die gehören halt wirklich den Mitgliedern und die bekommen dann auch die Gewinne herausgegeben. Das gibt es in vielen Ländern nicht. Im deutschsprachigen Raum gibt es das. Die sind tendenziell auch, glaube ich, von Sparvereinen mal entstanden oder sowas in der Art. Und es gibt sehr kleine, es gibt sehr viele verschiedene, die konsolidieren sich, aber ein super spannendes Thema, wenn man halt mal ein bisschen was Alternativen anschauen will, wäre das vielleicht was, wo man sich vielleicht ein bisschen was mal mit beschäftigen und engagieren könnte. Wichtiges Wesen. Und dann daneben gibt es noch die Privatbanken. Privatbanken im englischsprachigen Raum gibt es eigentlich nur die und typischerweise immer sehr wenige. Und alle, die halt bei uns nicht Sparkassen oder Landesbanken sind und die keine genossenschaftlichen, also diese Volks- und Raiffeisenbanken sind, sind sehr, sehr häufig Privatbanken. Die sind halt dafür da, Gewinne zu machen für ihre Eigentümer. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir haben diese drei Säulen, ist relativ wichtig bei uns, das auch mal gehört zu haben. Den Exkurs habe ich mir gerade mal gewünscht, weil die haben halt einen anderen Fokus und die Genossenschaften und die staatlichen, die Sparkassen in Deutschland zumindest, haben halt diesen Fokus auf diese Basisinfrastruktur und das ist die, die wir brauchen als Menschen. Auch noch wichtig ist allerdings, dass es irgendeine Funktion, eine Stelle gibt, wo man zwischen Währungen tauschen kann.
weil man vielleicht auch mal ins Ausland will und dann die eigene Währung nicht akzeptiert wird. Das machen Banken typischerweise auch. Ja, und dann sind sie natürlich noch die Handelsbasis für weitere Finanzprodukte, womit man investieren und spekulieren kann. Ja, ich finde investieren prinzipiell wichtig. Spekulieren nur so begrenzt, aber investieren sollte man sich mit beschäftigen und hätte ich gerne noch weiter hier einen Fokus drauf gelegt, können wir jetzt aber leider nicht. Irgendwo ist der Talk zu Ende. Aber das sind wichtige Funktionen für uns. Wir müssen Orte haben, wo wir solche Dinge tun können. Deswegen sind die halt auch stark reguliert, wo gewisse Leute gerne gegen schimpfen, aber ich persönlich finde, dass das für uns wichtig ist, dass es diese Regulierungen gibt, denn die stabilisieren die Wirtschaft, haben wir schon gesehen, wenn die Regulierungen nicht so gut sind, dann crasht es da schon mal, das tut ein bisschen was lange weh und schützt halt auch die Bürger vor Verlust, weil es Einlagenschutz gibt und ähnliches. Wir können uns darauf verlassen, dass bis zu einer bestimmten Grenze das Geld auch da ist, wenn wir es in die Bank geben und dass sie es zurückgeben und dass die anderen Banken dafür einstehen und notfalls der Staat dafür einsteht und. Und sie erschweren Kriminalität, allerdings auch ein paar andere Dinge, da kann man dann wieder kritisch stehen. Kommen wir nachher dazu, aber sie stärken halt die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen und zu sparen und schwächen halt Spekulationen so ein bisschen was, also diese Regulierungen. Es gab aber schon immer Ansätze zur Alternativwährung. Ich habe gerade mal bei Wikipedia geschaut, was es da so schon so in Deutschland gegeben hat. Es gibt massig viele mit sehr vielen unterschiedlichen Hintergründen, teilweise auch sehr nicht kapitalistische Ansätze. Im Detail gehe ich da jetzt nicht drauf, aber ihr inhärentes Element ist immer, dass es innerhalb der Gruppe als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Ja, und es gibt übrigens auch noch Spielgeld in Computerspielen. Ja, was Unwichtiges irgendwo, aber da kann man auch sehr viel lernen und das funktioniert halt tatsächlich auch sehr, sehr gut als Währung irgendwo. Finde ich sehr spannend immer. Genau, so, wo kommt jetzt die Blockchain mit dem Thema Geld rein? Hintergrund von Bitcoin, da geht das Ganze halt, wie gesagt, her. Kommt von einigen Bestrebungen halt Geld halt zu digitalisieren und zwar halt privat zu digitalisieren neben den Banken und zwar ohne Finanzinstitutionen und ähnliches. Da gab es schon einige Sachen, die davor gewesen sind. Hat immer, woran was gescheitert ist, komme ich gleich nochmal dazu. Und man möchte halt unabhängig vom Staat sein. Und das Ganze getrieben von sehr krypto- und technikaffinen Menschen. Also ja, Verschlüsselung und ähnliches, nicht mit, ja genau, ist halt da drin. Und es geht darum, um technische Lösungen für soziale Probleme eigentlich zu schaffen, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Relevanz ist trotzdem irgendwo gegeben. Es gibt halt Personen, die staatlich verfolgt werden und halt nicht nur halt schwer haben, es zu kommunizieren, sondern die dann halt auch von Geldquellen abgeschlossen werden und kaltgestellt werden finanziell und auch wo dann Geld eingefroren wird, hören wir jetzt die ganze Zeit mit Russland, aber passiert in anderen Ländern auch mit Menschen, die halt aktivistisch unterwegs sind oder ähnliches und vor allem auch mit marginalisierten Personengruppen, die dann keinen Zugang mehr zu Banken oder ähnliches haben. Wer ist aktiv? Tendenziell sind aber tatsächlich größtenteils Libertäre im englischsprachigen Raum und einige Asiaten noch, die aber auch teilweise ein bisschen was ähnlich drauf sind unterwegs. Menschen aus ärmeren Regionen der Welt haben zwar großes Interesse, kommen aber finanziell nicht gegen die großen Libertären und sonst irgendwas Interessen an und sind deswegen meiner Meinung nach auch, wo sie großes Interesse haben und auch teilweise schönes Wissen mitbringen und ähnliches, auch dort tendenziell Randerscheinungen und werden tendenziell auch marginalisiert, auch ganz gut zu wissen. Bitcoin White Paper versucht halt eine Geld- bzw. Währung halt zu schaffen, ohne Finanzinstitutionen und die Lösung für das Double Spending Problem zu schaffen durch Krypto. Die Details technisch lassen wir weg. Das ist mein anderer Vortrag, der geht ein bisschen was darauf ein. Double Spending, habe ich da auch schon vorgestellt, ist im Prinzip das, dass man im Prinzip, wenn man eine digitale Sache hat, ist das ja nur eine Zahl, die irgendwo steht. Und wenn ich sage, ich gebe diese Zahl jetzt wem anderen, wie sorge ich dafür, dass es auch wirklich nur der andere hat und es nicht mehr bei mir bleibt und ich es dann nochmal ausgeben kann. Das ist so das Grundproblem, was, wenn man eine dezentrale Sache hat und nicht zentral organisiert, wo halt der Ledger geführt wird, also wo der halt die Buchführung stattfindet, wenn jeder seinen eigenen sagen kann, was habe ich, ist es ein Problem, dann kann man halt, das hat man bevor Bitcoin nicht geschafft, das halt zu klären und dann die Techniklösungen, die gekommen sind, haben das dann halt gelöst, weil ansonsten braucht man halt ohne jetzt immer irgendwie eine zentrale Stelle, die dann halt das kontrolliert hat, dass das halt abgesegnet wurde. Das ist das Problem, was Bitcoin gelöst hat. Es ging nicht darum, irgendwelche anderen Dinge zu lösen, es ging um dieses Problem und dieses technische Problem. Die ganzen Techniken waren vorher schon bekannt, das sehen wir in unserer Szene recht wenig. Das war das Problem, es war ein BWL-Problem. So, funktioniert Bitcoin? So, mit dem Double-Spending-Problem
kann man diskutieren, aber ich würde jetzt mal sagen, geben wir ihnen mal den Bonus, ja, das hat halt tendenziell funktioniert. Geht es technisch besser? Möglicherweise, egal, sie haben tendenziell eine Lösung dafür geschafft, die allerdings sehr kostenintensiv und teuer ist. Aber ja, den Punkt gebe ich Ihnen jetzt hier mal. In meinem anderen Talk bin ich da ein bisschen was kritischer, aber egal. Wichtiger für uns ist jetzt das mit der Geld, mit dem Geld und der Währung. Nochmal, was waren das? Karl Marx hat das ein paar Dinge gesagt. Wichtig war das Zahlungsmittel. Ja, es gibt den Bitcoin Pizza Day. Der basiert auf dem 22. Mai 2010. Bitcoin wurde 1998, also so ein paar Jährchen davor halt irgendwie vorgestellt. Genau, da wurde zum ersten Mal Bitcoin als Tauschmittel verwendet und es wurden dafür 2 Pizzen gekauft für 10.000 Bitcoin. Ja, die beste Bitcoin-Strategie ist übrigens HODL, eine Verhackstückelung von HOLD. Ja, also Geld ausgeben, also Krypto ausgeben, ist irgendwie ziemlich dumm im Normalfall. So viel dazu, ist das ein sinnvolles Zahlungsmittel. Man kann sich auch mal, hier ist nochmal anschauen, was macht man handelnd mit Krypto. Ansonsten, wenn man nicht Pizza kauft, kauft man sich eine andere Kryptowährung. Dafür gibt es auch tolle Seiten, hier CoinMarketCap, da wird halt drin gehandelt, oder nicht gehandelt, da wird halt der Wert von den verschiedenen Kryptowährungen angegeben, basierend davon, wie die Wechselkurse halt irgendwo sind. Ja, ups, Entschuldigung, wollte da... Ja, egal, basiert auf US-Dollar. Mir ist gerade hier mein Präsenterview abgestürzt. Ja, also der Kryptohandel ist zwischen Währungen und ja, funktioniert eigentlich nicht als Zahlungsmittel für was anderes. Es gibt extra noch die Local Bitcoin, die das versucht anzugehen. Also die Szene sieht das auch, aber tendenziell ist das nicht für Zahlen, sondern zum Spekulieren wird es im Großen und Ganzen verwendet. Nicht mal zu investieren, sondern zum Spekulieren. Ja. Und als allgemeine Akzeptanz als Zahlungsmittel ist doch sehr punktuell. Und jetzt will meine Technik gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ah. Oh. Und könnte sein, dass es ist, weil ich... Ah, okay. Nee, tu es halt auch nicht. Ich bin jetzt halt irgendwie total weg. Und auch mein Escape. Also, genau. Ja. Dann suchen wir nochmal eine. So, den hätte ich gerne. Ja, ich mache mir Vortragsnotizen, tut mir leid, ich schaffe das nicht ohne. Und hier F11. So, hoffen wir mal, dass das jetzt ist. Ja genau, der Wertmaßstab hier ist, wie gesagt, der US-Dollar. Also es wird noch nicht mehr Bitcoin als relevant, als Vergleichswert genommen, sondern es ist halt da auch immer noch der Dollar. Genau. Ja. Geldwährung kann man irgendwie nicht so wirklich sagen, dass das so wirklich gut funktioniert. Ja, und dann nochmal die Idee mit der Finanzinstitution. Ja, was wird hauptsächlich überhaupt mit Krypto gemacht, wenn denn was gemacht wird? Also welche Dinge werden da gebaut? Woran arbeiten die Menschen, wenn sie nicht wieder versuchen, eine weitere Kryptowährung herauszugeben? Arbeiten sie da daran, halt irgendwelche Services für Krypto Geld anzubieten, Tauschbörsen, weil technisch ist es halt wirklich extrem, technisch ist es sehr, sehr großes Problem, zwischen verschiedenen Kryptowährungen hin und her zu tauschen. Da gibt es teilweise, je nachdem, welche technische Basis dahinter ist, gibt es da tatsächlich Ansätze, dass man dazwischen technisch tauschen kann, aber typischerweise sind sie halt ein abgeschlossenes System und ich kann nicht in Bitcoin mein Ethereum beobachten oder umgekehrt rum, also haben. Ich muss es ja tauschen irgendwie. Ich kann auch nicht in Euro, kann ich auch nicht Dollar halten. Aber da ist halt technische Ledger sind, also da die Buchführung halt in dem eigenen System abgeschlossen ist und es eben nicht irgendwo anders geführt wird, ist es halt ein technisches Problem, zwischen diesen Währungen halt hin und her zu wechseln. Vor allem auch noch mit wechselnden Wechselkursen, weil, wie wir gesehen haben, die Kurven waren gerade so ein bisschen was unterschiedlich schon.
ist tatsächlich nicht trivial, das Problem. Es ist technisch spannend. Es ist auch, welche Sozialstruktur-Dinger, es sind nicht wirklich sozial, aber da halt gebaut werden, damit die Leute dem vertrauen und das machen. Aber was halt auch noch super wichtig ist, ist halt das Exchange in echtes Geld, wie sie es nennen, Fiat, also nicht die Autos. Aber das, was wir halt typischerweise als Geld bezeichnen, ist bei denen halt, also wird halt als Fiat bezeichnet und das ist ein riesengroßes Problem, woran sehr viele Gruppen auch scheitern, dass dann halt irgendwie ihre Mitarbeiter sagen, ja, ich würde aber gerne bezahlt werden und zwar ja schön, dass du mir da halt was Kryptowährung X gibst, aber ich möchte was essen können, die nimmt mein Bäcker nicht an. Oder dass halt irgendjemand sagt, ja, wir vermieten euch gerne hier irgendwelche Rechenkapazitäten, aber wir nehmen nicht eure Währung an, sondern wir nehmen halt nur Euro, Dollar oder sonst irgendwas an. Und dann muss halt aus den anderen Währungen halt irgendwas hertransferiert werden. Die Leute haben halt dann, ja, weil halt die Allgemeinheit das nicht akzeptiert. Es gibt halt da zwar eine Bubble und es gibt auch Leute, die da gerne halt ein Land machen würden oder sonst irgendwas, eine Nation, die halt aus den Kryptoleuten existiert, aber kommt in der Gesellschaft halt nicht so ganz an. Genau, und was da tendenziell eben gebaut werden, sind Exchanges, sind halt in irgendeiner Form Tauschbörsen dazwischen, sind irgendwelche Hilfen zum Sparen, sind alles Mögliche in die Richtung. Das ist das, was in der Kryptoszene an Techniken gebaut werden, an Projekten gebaut werden, an Entwicklung halt ist. Das Ziel war ja irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, ohne Finanzinstitutionen zurechtzukommen. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht, sondern sie bauen sich ihre eigenen Finanzinstitutionen selbst. Also de facto würden da genau diese Institutionen, wo man halt was einlagern kann, wo da vielleicht ein Schutz ist, eben genau irgendwelche Wallets, wo dann halt im Prinzip genau dieses, ich halte dir dein Geld und davon kannst du halt mal was raus und reinnehmen. All das sind Produkte, die da halt gebaut werden. Und all das ist das, was eine Bank halt im Prinzip macht. Genau das, was Finanzinstitutionen machen. Oder sogar das Herausgeben von Währung ist halt auch dann nochmal etwas eine Sache, eine Zentralbank und sowas in der Art. Also was wird dann halt nachgebaut. Aber es verschwindet nicht, es ist immer noch da irgendwo. Sondern es wird halt gesehen, wir brauchen das doch irgendwie, deswegen machen wir das jetzt halt irgendwie dann doch. Das ist das, was in der Industrie halt passiert. Das ist das, was gebaut wird. Ins Detail gehe ich jetzt hier nicht. Man kann sich da ganz viele tolle, spannende Dinge anschauen. Mir geht es nur generell darum, ein Ding halt, so ein Grundverständnis dafür zu bekommen, wo man sich vielleicht weiter rein vertiefen möchte. Und ihr könnt mir auch gerne sagen, in welche Richtung ihr hier gerne nochmal was aufbauen ist, vielleicht mal irgendwie wann anders hören wollen würdet, falls euch das interessiert, falls ihr mich nicht total blöd findet und das Thema halt langweilig. Genau, meine persönliche Conclusion, da kommt noch ein bisschen was hinterher, ist aber trotzdem, dass Blockchains nicht wirklich eine relevante Antwort geben auf die Probleme, die sie lösen wollen. Und auch eine Frage ist, ob sie überhaupt die richtigen Fragen tatsächlich bei Bitcoin und Ähnlichem gestellt haben. Ich sage dazu, ja, die Szene hat sich von Bitcoin auch weiterentwickelt, definitiv. Es gibt viele interessante, spannende andere Ansätze, aber Bitcoin ist immer noch immens dominierend. Von den Finanzvolumen, die da drin sind, aber auch von dem, was gesehen wird. Und so viele andere Projekte basieren weiterhin auf Bitcoin-Techniken. Es gibt auch diverse Techniken, die halt diesen Energieverbrauch, das Problem tendenziell in den Griff bekommen haben oder zumindest sehr reduziert bekommen haben. Also viele Kritik, die man an Blockchain halt gerne hat, auch die andere Kryptos verwenden, die andere Techniken, die Basis und sonst irgendwas. Es gibt super viel Entwicklung. Nichtsdestotrotz, die Grundprobleme, die Grundfragen sind meiner Meinung nach von Blockchains nicht zufriedenstellend gelöst worden, selbst wenn man halt sich viel anschaut und ja, aber da fehlt meiner Meinung nach was. Außerdem ist halt die Frage, ist es das Richtige, was wir überhaupt versuchen zu lösen? Im Endeffekt, was hier passiert, ist, dass die staatliche Gewalt über Zentralbanken, die früher von den Privatbanken, Privatorganisationen so nach und nach oder von Königen oder Kaisern oder sonst irgendwas nach und nach halt in unabhängigere staatliche Organisationen mit einem konkreten Auftrag, an dem sie gemessen werden können, zumindest theoretisch, wie genau darüber streiten sich die BWLer oder VWLer. Das wird jetzt wieder von diesen staatlichen unabhängigen Organisationen genommen oder tendenziell unabhängigeren und in die Hand von reichen, und das muss man mittlerweile so sagen, reichen Entrepreneurs halt, Privatmenschen halt gelegt.
Ja, eventuell können halt manche Nutzer und sonst irgendwas da auch irgendwie mal bei manchen mit abstimmen oder sonst irgendwas, abhängig davon, wie viel Geld sie denn jetzt in dem System drin haben. Das heißt, wer nicht viel Geld drin hat, der hat kein Mitspracherecht. Das hatten wir auch vor einer Ewigkeit mal, so erste Demokratieansätze, die waren dann teilweise auch so, von wegen, desto mehr du Geld hast, desto mehr Stimme hast du. Das ist im Prinzip das, wo das ist. Und das halte ich für einen deutlichen Rückschritt. Und gerade so was Zentrales wie Geld in die Hände von Menschen, die es selbst geschafft haben, reich zu werden, indem sie halt sich mit Geld beschäftigt haben, zu legen, halte ich nur für begrenzt relevant und wichtig. Ich finde dann vielleicht diese Regulierungen, die wir haben, vielleicht dann doch ganz relevant, dass nicht plötzlich mein Geld weg ist, wenn dann halt jemand sagt, ah nee, ich mache dann doch nicht oder ich renne mal weg. Was in der Kryptoszene immer wieder passiert. Wenn wir Zeit haben, zeige ich euch da gleich noch eine Slide zu. Die Regulierungen sind da, um uns kleinen Leute zu schützen, um die Masse zu schützen, um die Breite zu schützen. Und es ist nicht unbedingt, ja, auch halt, aber vieles davon schützt uns tatsächlich und stabilisiert einiges. Ja, man kann damit auch Leute verfolgen, aber in diesem, im Großen und Ganzen, die Finanzregulierung ist eher in unserem Interesse als gegen unserem Interesse. In der Breite, ja, Details und Verfolgbarkeit und sonst was kann man sich anschauen, aber das sind punktuelle Dinge, die man sich anschauen kann. Insgesamt ist es typischerweise, zumindest das, was wir hier erleben in Europa, tendenziell in unserem Interesse. Dass Staaten im Zweifel ihre Währung missbrauchen können, ist was anderes. Außerdem ist es eine sehr toxische Szene. Und meiner Meinung nach kann diese toxische Szene ihr Versprechen nicht einhalten. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so, weil es extrem toxisch dort zugeht. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Die Frage ist, können wir es besser? Könnten wir es besser? Wahrscheinlich ja, wir sind technisch ziemlich versiert, wir sind kooperativ denkend drauf im Großen und Ganzen, was die toxische Kryptoszene tendenziell nicht ist, also die Krypto-Finanzszene. Wir sind tendenziell an Wertschöpfung, Win-Win und ähnliches und auch ganz anders tauschend und denkend aktiv, als dort der Fall ist, mehr in meinem anderen Talk. Und wir haben tatsächlich eine definitive Aversion gegen Machtanhäufung, was das Gegenteil von dem ist, was wir gerade beobachtet haben. Können wir es besser? Ich würde sagen, tendenziell nein. Weil wir sind so ein bisschen was antikapitalistisch orientiert. Wir wollen uns nicht wirklich mit Geld beschäftigen. Das ist tendenziell ein Non-Topic. Und wir sehen diese Probleme im Großen und Ganzen nicht, weil wir es schön uns gemütlich haben, damit von wegen, ja, wir kommen alle irgendwie zurecht und wir geben ganz viel Ehrenamt in alles Mögliche. Wir denken dann vielleicht ein bisschen was systematisch, also auf der Systemebene, aber nicht wirklich in praktischen Dingen, wenn es halt um solche Dinge geht. Dann ist natürlich auch noch die Frage, wir reden hier von sozialen, politischen Problemen, können wir die überhaupt mit Technik lösen? Gute Frage. Was bleibt, ist eine Folie, die ich am Anfang oder mittendrin schon mal hatte. Diese marginalisierten Personengruppen, die sind im Zweifel immer noch da. Denen ist immer noch nicht dadurch geholfen. Deren Probleme sind real. Denn das sind immer noch die realen Probleme realer Menschen, und zwar von ziemlich vielen Menschen tatsächlich auf der Welt, denen man definitiv vielleicht doch Verbesserungen in dem Geldsystem gönnen würde, insbesondere da, wo die staatlichen Sachen halt tendenziell nicht so ganz ausreichend sind oder halt von Korruption überlagert sind. Ich wollte dann auch noch mal sagen, da war ja noch mal was mit Sharma Pesa. Ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung ist, wie gesagt, dass es gescheitert, aber da ist so ein Punkt, den hatte ich nicht erklärt, das war das mit dem Table Banking. Und das sollte man sich anschauen, weil ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung ist, aber das ist die Realität von vielen Menschen. Was machen nämlich diese Menschen, die da seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, keine Ahnung, mit sowas konfrontiert sind? Die haben ihre eigenen Systeme entwickelt und das ist das, was wir in diesem Projekt halt beobachtet haben. Und das gab es auch hier. Wir hatten auch hier diese Sparvereine, die ich vorhin schon mal angekündigt hatte, ich sage es mal tatsächlich Afrika, weil es ist tendenziell in Afrika, es ist aber auch in der Karibik, man kann es auch in der Türkei beobachten, es gibt auch in Südamerika haben wir Beispiele und sowas, es ist etwas, was real passiert, es kommen kleine Gruppen, die sich kennen zusammen und sparen Geld an und geben sich gegenseitig Kredite, sie machen dieses Table Banking, ich kann da einiges dazu erzählen, leider läuft mir die Zeit davon, aber das ist das, was tatsächlich passiert, es kommen Leute zusammen und in dem Fall sage ich,
nutze ich jetzt den weiblichen Term, weil insbesondere in Afrika sind es im Großen und Ganzen die Frauen, die zusammenkommen, um dafür zu sorgen, dass das Geld beisammen ist, um beispielsweise die Kinder in die Schule zu geben bzw. vernünftige Schule bezahlen zu können, um dafür zu sorgen, dass dass genügend Essen auf den Tisch kommen kann und ähnliches. Tendenziell auch, um das Geld vor dem Zugriff der eigenen Männer und ähnliches zu schützen und schaffen es in diesen kleinen Gruppen immer wieder sozusagen, geben jede Woche, jeden Monat etwas Geld da rein und sparen das halt an und irgendwann kann ich mir Geld da rausnehmen, um irgendwas zu kaufen, was ich brauche oder ich kann Kredit in meiner Gruppe halt aufnehmen oder. Das ist Table Banking. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, die sehr nah an diesen Kulturen dran sind, und wie gesagt, es ist nicht nur Afrika, es ist sehr, sehr vielen Menschen, dann wird man hören, ja, klar, machen wir. Ich bin in drei solchen Organisationen drin oder sowas in der Art und für das und für das und für das. Wenn man sich mit vielen dieser Menschen unterhält, ist das was ganz Normales, ist das Alltag. Das ist das, wie halt tatsächlich damit umgegangen wird. Aber wir kennen das nicht. Und vielleicht sollte man mal schauen, die Lösung des weißen Mannes hat nicht funktioniert. Vielleicht kann man ja auch mal woanders hinschauen. Und in diesem Fall sind es sehr viele Frauen, die agieren. Das war's. Wow. Was für viel Inhalt. Vielen Dank dafür. Ja. Wir haben ganz paar Minuten für Fragen. Wer hat eine? Muss ich irgendwo draufdrücken? Ja, ne? Okay, ich hätte sogar zwei Fragen, aber das eine ist mehr eine Anmerkung. Also ich nehme mal die Frage vorweg. Ich finde es relativ problematisch oder fast schon irreführend, wenn man heutzutage noch über Geldschöpfungsprivileg der Zentralbanken redet, obwohl wir andererseits extrem hohe Kredite haben, die de facto Geld schöpfen bei allen Banken. Das heißt ja, glaube ich, auch Geldschöpfungsprivileg. Und was war der Grund oder so, warum Sie es trotzdem so erklärt haben und wie sehr schätzen Sie diese Gefahr ein, dass durch die Kredite der Privatbanken die Geldmenge so sehr aufgebläht wird, dass eigentlich die Zentralbanken das kaum noch eine Rolle spielt? Die Zentralbanken kontrollieren das trotzdem noch, indem sie die Zinssätze vorgeben. Und das hat auch definitiv Folgen, wie wir auch gerade in Amerika gesehen haben. Als die Zinssätze deutlich angepasst worden sind, sind dort Banken genau an diesen Problemen auch kaputt gegangen, weil sie nicht entsprechend vorgesorgt haben. Also insofern, es wird schon noch durch die Zentralbanken mit kontrolliert. Das haben wir jetzt sehr, sehr lange nicht beobachtet, weil die Zentralbanken nicht versucht haben, das Geld signifikant zu begrenzen, weil es ihnen wichtig war, das Geld billig zu halten, um andere Probleme zu lösen, die definitiv durch Probleme, die in der Szene sind, die nicht unter der Kontrolle der Zentralbank gewesen sind, so ein bisschen was zu glätten und auszugleichen. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass zu viel Geld plötzlich da ist und die Zentralbanken schauen müssen, wie sie das jetzt einhegen, weil es halt auch gefährlich ist, einzugreifen. Aber sie haben definitiv noch Folgen, die Eingriffe, und sie können das kontrollieren mit dem Risiko. Und sie stehen jetzt auch bei dem Problem, wie sie das genau machen, aber es ist nicht so, als hätten die keine gemacht darüber. Sie haben sie nur lange nicht genutzt. Ich wollte tatsächlich auch noch so ein bisschen an meinen Vorredner anknüpfen. Ich noch kurz darauf eingehen, dass ich finde es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Bargeld und Buchgeldschöpfung. Also Bargeldschöpfung ist das, was die Zentralbanken machen. Da gibt es tatsächlich nochmal eine Unterscheidung zwischen, diese Münzen werden ja tatsächlich von den Ländern auch geschöpft und die Scheine europaweit von der EZB. Aber Buchgeldschöpfung passiert wirklich 100% von Geschäftsbanken. Ja. Das sind private Unternehmen. Und nicht nur? Es gibt, ja, nicht nur, aber größtenteils. Und es gibt wirklich auch 10-mal mehr Buchgeld als Bargeld. Ja. Allerdings gibt es ja diesen Bankrun, dass Leute zu ihrer Bank gehen und versuchen, wenn sie dieser Währung nicht mehr vertrauen, weil das ist ja quasi eine Hash-Funktion, also wenn es 10-mal mehr gibt, dass sie sich dieses Buchgeld gerne in Bargeld ausstatten möchten. Und das funktioniert halt nicht. Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, dass Staaten, so ein bisschen diese sozialen Folgen davon, also das passiert ja durch Kredite, diese Geldschöpfung. Ja. Und Staaten verschulden sich bei Geschäftsbanken, bei Privatunternehmen, obwohl sie eigentlich dieses Monopol hätten, das sie ja an Privatbanken abgegeben haben. Und sagen dann, okay, wir können die und die Sozialleistung nicht zur Verfügung stellen, wir können die und die Infrastruktur nicht realisieren, weil sie im Grunde machen Geschäftsbanken nichts dafür, außer dass sie irgendwie eine Bankenlizenz mehr haben. Ja, das ist jetzt ein sehr breites Feld, aber man muss
hier diverse Dinge anführen. Also beispielsweise die Türkei macht das gerade anders. Sie sagt halt, hey, wir zwingen die Zentralbank dazu, halt sehr viel mehr Geld zuzulassen und Kredite auszugeben, um halt unsere Sozialleistungen zu machen. Die Währung crasht gerade, die Leute profitieren halt im Alltag nicht wirklich davon, weil sie für ihr Geld kaum noch was bekommen. Okay, jetzt zumindest wenn sie halt irgendwelche Sachen haben wollen, die aus dem Ausland halt kommen. Und dazu muss man nochmal sagen, staatliche Kredite muss man anders bewerten als private Kredite. Das wird sehr, sehr, sehr gerne von gewissen Leuten mit einem großen Interesse, dass nicht so viel Geld bei, also dass da Gelder halt nur in bestimmten Stellen ankommt, sehr gerne verzerrend dargestellt. Der Staat ist keine schwäbische Hausfrau, definitiv nicht, sondern der Staat investiert, wenn er für Straßen Geld ausgibt, wenn er für Bildung Geld ausgibt, wenn er dafür sorgt, dass die Kriminalität präventiv behandelt wird und die Leute nicht ins Gefängnis kommen, sondern dass da vorher Dinge gemacht werden, wenn in das Sozialwesen geschaut wird. Weil diese Sachen zahlen sich in Zukunft aus. Es sind finanzielle Investitionen. Und das wird auch so gesehen. Wie gesagt, ich habe nicht BWL studiert, aber es sind Investitionen und nach einer Weile, also jeder Euro, der in ein Kind investiert wird, in die schulische Bildung, kommt nach einigen Jahren, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viel der Faktor gewesen ist, aber ich glaube in Faktor 20 und zwar deutlich schneller als die Inflation ist halt zurück. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn die Staaten halt Kredite aufnehmen würden, um genau die Dinge zu tun. Aber es wird von gewissen Politikern immer dahin gesagt, ja, aber es sind ja dann Schulden. Ja, die würden sich aber selbst abzahlen. Auch das mit dem Straßenbau. Wenn wir bessere Straßen hätten, könnten wir mehr Wirtschaft machen, könnten wir mehr Steuern einnehmen, könnten der Staat dann halt auch wieder Einnahmen haben, die er dann halt wieder verwenden würde. Wir müssen anders denken. Ja, es geht auch konsumatorische Sachen, für die der Staat halt geht. Und ja, das ist beispielsweise auch Finanzierung von Menschen, die ansonsten nicht selbst leben können. Aber das ist meiner Meinung nach eine zentrale Aufgabe der Staaten, auch das irgendwie sicherzustellen. Zumindest wenn sie halt sowas wie eine allgemeine Würde der Menschenrechte, sonst irgendwas halt in ihren Verfassungen drinstehen haben. Dafür sammeln sie halt Geld von der Bevölkerung ein und wenn sie das nicht leisten können, aber die wären aus unserem normalen Haushalt möglich. Es wird nur gerne gesagt, ja, das wird ja alles so teuer, wir können keine Steuern, weil die armen Leute, die ganzen armen, reichen Leute und wir können keine Kredite, weil schwäbische Hausfrau. Aber der Staat ist keine schwäbische Hausfrau. Jede schwäbische Hausfrau würde das Geld nehmen, um in ihren Ladenbetrieb, wenn sie eine tolle Idee hat, zu investieren. Für Investitionen kann man Kredite aufnehmen. Und Investitionen ist beispielsweise staatlich gesehen Infrastruktur, Schulen, Basiskunstsachen, irgendwo auch. Also ganz, ganz viele soziale Dinge sind Investitionen, die sich nach einer Weile tatsächlich auszahlen, auch finanziell. Genau, noch eine Anmerkung. Also bevor es Geld gab, gab es in allermeisten Gesellschaften keinen Tauschhandel, sondern Kreditsysteme, weil sich die Leute kannten. Genau, erst Geld kam dann mit. Ja. Genau, also ich kann sehr das Buch empfehlen von David Graeber, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Da wird das in großer Breite dann ausgeführt. Genau. Was mich hier so ein bisschen interessiert hat, oder also die Frage war, warum, genau, also, mich jetzt gewundert, dass es quasi wirklich nur einen Talk gibt in der ganzen GPN über Blockchain. Ich habe jetzt auch daran gearbeitet und teile viele der Kritikpunkte, aber auch nicht alle. Aber genau, ich sehe auch so ein bisschen so einen Blindspot oder hätte mir eigentlich auch mehr gewünscht irgendwie oder dass da oder einfach so eine Frage, warum ist da eigentlich nicht mehr Engagement? Also von ich kann das natürlich nur vermuten, beziehungsweise ich habe einen sehr estimated guess, weil ich auch schon mal ein bisschen was auf die andere Seite geschaut habe, wie eventuell Talks angenommen werden. Und ja, ich habe tatsächlich diese tolle Position, dass man mir mit diesen Blockchain-Talks vertraut, sie so darzustellen, dass ich nicht irgendein Produkt bewerbe oder ähnliches. Und man diese Blockchain-Talks von mir annimmt. Es werden durchaus häufiger schon mal Sachen eingereicht, die dann aber nicht erwünscht sind oder ähnliches. Da gibt es sehr viel Skepsis aus verschiedenen Gründen und ich möchte die jetzt auch nicht in Frage stellen oder sonst irgendwas von der Art, aber sehr häufig auch begründet, weil halt sehr häufig irgendwelche Produkte halt versucht werden vorzustellen oder ähnliches. Das aber bitte des jeweiligen Content-Teams oder ähnliches betrachten, befragen und ähnliches, aber es gibt halt sehr viel Berührungsskepsis mit dem Thema. Aus Gründen, die man jetzt gut oder schlecht heißen kann. Genau.
Aber deswegen versuche ich halt ein bisschen was halt darzustellen. Und man hat nur wenig Zeit in so einem Talk. Ja, es ist immer sehr auf einem hohen Level, aber genau. Wir haben ja jetzt im Moment sehr viel über Bitcoin geredet. Kannst du ein bisschen Eindruck geben, was die nächste Generation an Blockchain-Kryptowährung für Probleme sinnvoll adressiert hat und welche nicht? Und ein bisschen dran geknüpft, gibt es sinnvolle Möglichkeiten, Wertschöpfung abzubilden als Berechnung, weil die momentan ja eigentlich darauf basieren, dass wir Energie verbrennen. Gibt es vielleicht Konzepte, wo irgendwie anders validieren, dass Wertschöpfung drin ist? Die Wertschöpfung wird gemessen in der eigenen Coin typischerweise, beziehungsweise damit, was der Wechselkurs zu einer anderen Coin ist. Das ist das, wie halt der Wert von einer Kryptowährung typischerweise gemessen wird, beziehungsweise was du dafür bekommst. Das ist auch ein sinnvoller Maßstab, eine Währung zu bemessen, was du dafür bekommst, weil das machen wir nämlich auch mit unseren anderen sonstigen Währungen. Das ist der Wertmaßstab. Und ja, es gibt, ich kann zu weiteren Schritten halt eingehen, habe ich in meinem anderen Talk gemacht. Die nächste Generation, würde ich mal sagen, war Ethereum, die weggekommen ist von dem Proof of Work, was das ist, was die, deren Basis ist, wie das Ganze funktioniert bei Bitcoin und dafür sorgt, dass all die Energie verbrannt wird, deren Konsensmechanismus. Und Ethereum ist dahin gegangen und hat gesagt, ja, wir müssen aber gar nicht mehr wirklich beweisen, dass Sache sind, sondern wir haben halt in unseren Coin selbst halt, also wir machen ein anderes Verfahren, wer halt irgendwie den nächsten Mining macht und haben halt andere Mechanismen halt das zu machen. Wir geben das sozusagen, abhängig davon, wie viele Coins du drin hast, wirst du halt, kannst du halt bisschen was an dich an dem Mining-Prozess beschäftigen, sowas in die Richtung, das ist Proof of Stake, also von wegen, desto mehr du investiert bist in das Ganze, desto mehr Interesse hast du daran, dass es stabil ist, so ganz grob. Bei Ethereum habe ich nur an dem Rande was zu tun gehabt, die dritte nochmal Abstraktionsschritt davon war dann EOS und das ist das, wo ich consultet habe, deswegen würde ich dann eher dazu dann springen. Wie gesagt, Disclaimer, ich habe da drin consultet, bin ich neutral in der Stelle, aber dort ist es halt so, dass tatsächlich abhängig davon, wie viel Krypto du tatsächlich für eine Zeit lang fixiert hast in dieser Sache und nicht ausgeben kannst eine Weile lang, wie viel du da drin gebased hast, kannst du abstimmen, wer der Nächste ist, der die das Mining halt macht im Prinzip. Und es gibt halt Gruppen, die das halt organisieren. Da ist ein Demokratieeffekt reingekommen, aber wie gesagt, basierend auf der Geldmenge, die man da halt im System drin hat. Dadurch kann man zumindest diesen Energieverbrauch in den Griff bekommen, weil die Rechenleistung, die dafür benutzt wird, ist relativ gering. Dieses Problem wird damit adressiert. Ich würde gerne noch kurz ergänzen, als einer derjenigen, der Kazatzi ermutigt hat, was zur Blockchain zu sagen. Wir haben über die Jahre eine ganze Reihe von Blockchain-Vortragseinreichungen bekommen und die waren nicht so wirklich chaoskompatibel. Ne? Also die Toxizität dieser Bubble, das Rara, das ist alles so geil, das waren jetzt nicht so Vorträge, die wir hier unbedingt haben wollten. Eine kritische Auseinandersetzung damit finden wir aber sehr gut und deswegen freue ich mich auch, Kazatzi, dass du jetzt schon den zweiten Vortrag zu dem Thema hältst und davon gerne mehr. Ja, also ich kann auch auf meinen ersten nochmal verweisen, da gehe ich auf einige der Dinge, die nicht so speziell finanzorientiert sind, halt nochmal ein, da auch ein bisschen was auf die Technik, nicht so viel. Aber die Technik versuche ich nicht in den Fokus zu setzen, weil dazu gibt es vieles. Aber ich kann auch gerne da mal was reinzugehen, wenn das Interesse ist. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, es wurde ja als Lösung angewendet, zum Beispiel so ein Beispiel wie dieses Table Banking, was dann verwendet wird. Also ich weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke, sehe ich das vielleicht im kleinen Rahmen, ist das anwendbar? Aber sobald es in einen größeren Rahmen geht, wird das ja, also hat es ja wieder größere Probleme, auch mit Sicherheit, dass nicht zum Beispiel jemand mit dem Geld dann wieder wegläuft oder also irgendwas genau, in die Richtung. Das ist das, was tatsächlich, sie haben tatsächlich Mechanismen eingebaut, dass es schwierig ist, weil du immer mehrere Leute brauchst, um halt an das Geld dann dran zu kommen tatsächlich. Aber ja, es ist tatsächlich auch so, dass immer wieder da weggelaufen wird und es gibt auch tatsächlich Firmen, die versuchen das ein bisschen was zu unterstützen. Das war aber genau der Ansatz, den wir halt mit Sharma Peso damals hatten. Wie gesagt, das Projekt ist gescheitert, weil es einfach nicht an der Finanzierung halt gescheitert. Die Konzepte halte ich immer noch für gar nicht mal so schlecht und es wäre so grob gewesen, dass wir eine klitzekleine, sehr, sehr langsame Blockchain-artige Sache auf Smartphones gemacht hätten oder auf Feature-Phones vielleicht auch nur. Jetzt mussten, glaube ich, zumindest eins musste ein Smartphone sein oder halt auf Rechnern, weil Rechner
gibt es halt dort recht wenig in Kenia und dass die halt genutzt worden wären, um halt in dieser kleinen Bubble halt zu sein. Aber da die meisten Leute in mehreren dieser Table Banking Gruppen drin sind für verschiedene Themen, wären dann personelle Überschneidungen gewesen und über die hätte man halt im Prinzip Vertrauen außerhalb von einem Kreis in den nächsten bringen können, der das normalerweise selbst den Leuten vor Ort nicht sichtbar ist und daraus halt Strukturen entwickeln können und auch dann mit der Menge an Menschen halt an Schulen, ansonsten irgendwas hätten sie halt selbst rangehen können und sagen können, ja, wir haben aber dieses Vertrauen, dass diese Person halt kreditfähig oder sonst irgendwas ist. Ich sage nicht, dass das funktioniert hätte. Das war der Wunsch, den wir damals hatten und ich möchte jetzt nicht zu sehr ein Produkt oder ein eigenes Ding vorstellen. Ich sage aber, es gibt Menschen, für die halt diese Geldprobleme real sind und zwar schon immer und die damit leben und vielleicht sollten wir mit deren Problemen, mit deren Ideen, mit deren Lösungen vielleicht ein bisschen was mehr gehen. Nicht unbedingt mit der Lösung, aber mit solchen Sachen. Einverstanden damit, wenn wir die Fragerunde noch weiterführen? Ja, ist der nächste Talk ausgefallen oder was? Kommt gegebenenfalls später. Ah, okay, gut. Und du bist dran. Ja, danke, weil ich hatte noch eine zweite Frage oder Anmerkung, die ich erstmal aus Fairness weggelassen habe. Und zwar finde ich es immer etwas schade, dass Monero XMR nie erwähnt wird als Krypto. Das ist auch eine Krypto, die es schon seit fast 10 Jahren gibt und die eigentlich gefühlt fast alle oder so gut wie alle Probleme löst, die sie da mit Bitcoin angeführt haben, einschließlich stärkere Dezentralisierung, besseres Mining, was auch dadurch dezentraler ist und die großen Mining-Farmen eigentlich umgeht auf technischer Ebene, die können das nicht effizient. Wissen Sie da was dazu oder wenn nicht, können auch gerne Leute mich draußen ansprechen, die darüber reden wollen. Ich weiß, dass es Monero gibt. Ich habe mich selbst nie großartig mit Monero beschäftigt, weil, blöd ausgedrückt, es de facto keine Rolle spielt. Das de facto der Fall ist, ist, dass eigentlich alle, auch die mit verdammt viel Geld anders gestartet sind, abhängig sind von ihren Preisen und Strukturen von Bitcoin, das immer noch einen riesengroßen Einfluss halt hat und die anderen Probleme haben, sich durchzukämpfen. Ja, Monero ist auch noch eine, die schon lange da ist. Aber de facto, wenn man realistisch ist, auch EOS ist mittlerweile halt weit unten. Ethereum ist noch ein bisschen was länger da geblieben. Sie spielen in der Breite von dessen, wie es verwendet wird und welchen Wert die haben, keine große Rolle bisher. Und die Frage ist, ob sie es schaffen werden. Natürlich kann man sagen, man möchte mit denen agieren. Nur, was immer noch die Sache ist, und deswegen, ich habe versucht, von den anderen Alternativen zu abstrahieren hier, weil ich jetzt tatsächlich den Wert als Geld an sich halt den Ansatz des Wertes des Blockchain-Geldes an sich halt anschauen wollte. Und da sehe ich nicht, dass er halt uns bisher geschafft hat, einen Mehrwert zu bringen, weil es gibt zwar ein paar Stellen, wo man mittlerweile für Bitcoin und Coin etwas tauschen kann, wenn man so blöd ist, das aus der Hand zu geben, aber es gibt sehr viel weniger Stellen, wo man irgendetwas anderes als eine andere Kryptowährung oder Geld für Monero bekommt. Versucht mal einen Apfel zu kaufen mit Monero. Ja, dann geh zum nächsten Bäcker und versuch dann mit Monero halt ein Brötchen zu kaufen. Versuche ihm bald schon ein Brötchen mit meiner Karte zu zahlen. Okay, letzte Frage, dann wechseln wir zum nächsten Vortrag. Also meine Frage ist weniger eine Frage. Also ich wollte nur ein kleines Beispiel geben, was wir auch in unserem Leben sehen. Du hattest es in einem Nebensatz mal kurz erwähnt. Gerade so dieses kleine Community-Denken, dieses kleine... Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem Table Banking, ist eben ja im Bereich von ehrenamtlicher Arbeit, Vereinen, was ich bin in einigen Vereinen aktiv, jetzt noch nicht hier zumindest, aber ich bin in einigen Vereinen aktiv, aber war auch schon in der Vorstandsebene unterwegs und was ich bemerkt habe, auch das, was vorhin angedacht wurde, je größer der Verein wird, desto schwieriger wird das Ganze tatsächlich auch innerhalb dieses Community-Gedanken weiterzutreiben. Also ja. Zumindest ist da auch jetzt nicht nur, man muss nicht unbedingt nach Afrika gucken, um solche Strukturen zu erkennen. Das hat man ganz viel auch eben bei uns. Genau. Und in den meisten Vereinen gibt es dann halt auch irgendeinen Wertausgleich in irgendeiner Form und sonst irgendwie, teilweise mit Geld, teilweise mit anderen Dingen. Und ansonsten werden manche Dinge schwieriger, definitiv. Ja, und wir hatten auch die Idee, von Afrika dann halt woanders hinzugehen. Aber ich sage jetzt nicht, dass dieses Projekt das ist, worauf ich mich jetzt konzentrieren möchte. Es ist aber halt ein Beispiel, wo ich halt sage... Es gibt andere Strukturen, die gelebt werden und von da sollte man vielleicht kommen, weil das sind soziale Lösungen für soziale Probleme. Kadazi, ganz, ganz großes Dankeschön für einen richtig großen Talk. Danke für deine Mühe.
Es hat Spaß gemacht, dir wieder zuzuhören. Wir freuen uns auf Fortsetzung. Gut. Wenn ihr Ideen habt, worauf ich mich das nächste Mal fokussieren soll, sagt mir Bescheid. Gut, ich mache jetzt hier den Raum frei für die nächste Person.